Herzlich willkommen zurück. Wider Gates. Oh Gott, posttraumatische Belastungsreaktion, Depression und Hilflosigkeit, Rehabilitationsstrategien, okay. Rückzug, Regression und Leugnen sind bekannt, die klinischen Merkmale Patienten, die nicht in der Lage waren, das Trauma effektiv zu verarbeiten. Die wissenschaftliche Literatur meint, dass bestimmte Faktoren das Risiko erhöhen, dass die Patienten sich der Behandlung widersetzen. Solche Faktoren können Ehekonflikte, ungelöste Familienprobleme, der Mangel von Freunden und exzessive Medikamentenabhängigkeit sein. Mit Trennungssymptomen und traumatischen Rückfällen wird nicht effektiv umgegangen. Gleichzeitig ist bei diesen Patienten der Widerstand gegen Hilfe von außen groß. Selbstverstümmelungen wie Zerschneiden der Haut mit Rasierklingen oder Punktieren der Haut mit spitzen Gegenständen wird zum Ersatz, wenn es den Patienten am letzten Willen mangelt, sich zu töten, bis der Patient spezifische Aspekte der Traumas unter Anleitung des aufmerksamen Psychotherapeuten sicher erforschen kann, bleibt da eine Gefahr für sich und andere. Wenn die Selbstverletzung nicht länger den gewünschten Effekt hat, kann es zur letalen Handlung kommen, meist zu Selbstzerstörung, in seltenen Fällen auch zu Tötungsversuchen anderer Menschen, insbesondere der professionellen Helfer. Vorgehensweise beim Enthüllen traumatischer Erinnerungen während Stimmungsüberwachung, Harmonienaufbau und die Anleitung des Patienten zum Ausdruck spezifischer Symptome zu den üblichen Methoden zählen, haben sich auch weniger übliche therapeutische Eingriffe als hilfreich erwiesen. Obwohl im Experimentalstadium hatte der Einsatz von Kunst, Meditation, Massage und Homöopathie den Widerstand der Patienten, die unerträgliche Angst, die mit traumatischen Erinnerungen verbunden wird, zu verarbeiten, merklich verringert. Die Ergebnisse einer der extremen Strategien, nämlich den Patienten einer Nachbildung der traumatischen Situation auszusetzen, konnten nicht überzeugen. Ähnlich wie die Schocktherapie, die bei Phobien angewendet wird, ist die Erfahrung des Patienten ein Friss- oder Stirbphänomen. Wenn der Therapeut eine starke Bindung zu dem Patienten aufgebaut hat, kann eine abgestufte Einführung und Wiederherstellung des Traumas ein fruchtbarer Anfang für den Therapeuten bieten. Er dirigiert den Patienten und versucht mit dessen Hilfe die Illusion so real wie möglich zu gestalten. Viele Patienten mit traumatischen Erinnerungen haben bereits Rollenspiele entwickelt, die sie insgeheim hinter den Rücken anderer Überlebender spielen. Es ist Aufgabe des Therapeuten, den Fluss des Wiederlebens zu leiten. Okay. Dann gucken wir mal weiter. Ach, das sind wir ja gerade. Ich weiß nicht, was Sie davon halten. Mir gefällt die Situation jedoch gar nicht. Wirklich, ganz und gar nicht. Ich glaube, es könnte gefährlich werden. Mrs. Overton hat es nicht verdient, dass ihr Ehemann ihre Therapie ständig untergraben will. Die arme Frau tut mir leid. Denken Sie nicht, ich halte Mrs. Randolph für die Florence Nightingale der psychiatrischen Fürsorge. Aber sie ist immerhin zugelassene Psychotherapeutin und Dr. Turner ist außerordentlich zuversichtlich. Ja. Vielleicht ein wenig zu zuversichtlich. Naja, ich muss was essen, meine Pause ist gleich wieder vorbei. Sie behalten ihn wohl besser im Auge. Und vielleicht nehmen Sie sich auch in Acht vor der Therapeutin in Ihrem Schwesternkittel. Sie ist ein bisschen raffinierter, als es ihr gut tut. So sehe ich das zumindest. Ja. Okay. Justin Carter. Fallnotizen Justin Carter, Aufnahmebesprechung, Datum 15.3.95. Kurzgeschichte. Diese attraktive 26-jährige verheiratete Frau hat ein 5-jähriges Kind. Sie kam, um sich ein Medikament gegen Depression verschreiben zu lassen. Sie gibt an, seit der Pubertät von Zeit zu Zeit an Depressionen zu leiden. Beschreibt Kindheit mit Eltern,
die sich und die Kinder unter Alkoholeinfluss verprügelten, hat Elternhaus mit 16 verlassen, lebte bei einer Tante in San Francisco, erhielt Fachhochschulreife, machte Ausbildung in medizinischer Buchführung und EDV, zog 1991 mit ihrem Mann Brandon Carter nach Rogue Valley, hat periodisch in kommunalen Krankenhäusern und Privatkliniken im Tal gearbeitet. Seit 7 Jahren verheiratet, eine Tochter, Caitlin, behauptet, ihr Leben sei sinnlos, wenn meinem Baby irgendetwas zustößt. Berichte von vielen medizinischen Notfällen des Kindes seit der Geburt, darunter chronische und schwere Ohrinfektionen, Verdauungsstörungen, unbekannten Ursprungs- und Atemunregelmäßigkeiten. Gibt an, ihr Mann unterstütze sie nicht bei der Erziehung der Tochter. Gegenwärtiger Zustand, Miss Carters Leid scheint durch obsessive Aneinandersetzung mit der Sicherheit und Gesundheit ihrer Tochter und durch die mangelnde Aufmerksamkeit ihres Mannes hervorgerufen zu werden. Sie wurde defensiv, als ich vorschlag, dass sie zusätzlich zur Medikation ihren Mann mehr in die Erziehung Caitlins einbeziehen solle, um ihren Stress zu reduzieren. Dieser Wandel gebe ihr die Möglichkeit, ihr eigenes Leben zu leben. Das deutet darauf hin, dass der gelegentliche Alkoholmissbrauch ihres Mannes Misstrauen hervorgerufen hat. Seine Arbeitswut scheint ihn daran zu hindern, sich am Familienleben zu beteiligen und Anteilnahme an dem gesundheitlichen Problem der Tochter zu zeigen. Kurzfristige Behandlungsziele, Wiederherstellung in 2 Wochen. Eheberatung bei klinischen Psychologen angezeigt. Ich schlug vor, mit ihr über die Krankheit der Tochter zu reden. Außerdem soll ihre Tochter lieber einem einzelnen Kinderarzt anvertrauen, statt mit ihr von Arzt zu Arzt und Klinik zu Klinik zu laufen. Es mangelt an einer einheitlichen medizinischen Vorgehensweise zur Stärkung der Gesundheit der Tochter. Die Mutter braucht Informationen über typische Kinderkrankheiten und Unterstützung bei dem Umgang mit ihrem Kind in unkritischem Zustand. Symptomatische Muster, seit über 2 Jahren tägliche oder fast tägliche Depression, kaum Appetit, Ermüdung, zeitweise Schlafstörung bzw. Schlaflosigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, keine manischen Phasen berichtet. Diagnose, genau, das ist die amerikanische dysthymische Störung. Zoloft für 30 Tage. Fall Justin Carter, Patientin wurde nicht vorstellig. Fallnotizen: William, Martin und Marilyn Burke. 14.04.96 Aufnahme. Kurzgeschichte: Beide sind frisch gebackene Akademiker und leben seit 2 Jahren zusammen. Sie sind zur Partnerberatung gekommen, nachdem Miss Burke und Miss Martin gedroht hatte, ihn ansonsten zu verlassen. Als sie kennenlernten, fand sie heraus, dass er Probleme hatte, von Ex-Freundin loszukommen. Sie meinte, das hätte sie vorwarnen müssen. Mr. Martin unternahm nicht viel, um sich gegen ihre Vorwürfe zu verteidigen, beschwerte sich über seine Alkoholeskapaden, Partys und seine Versuche, andere zu Orgien, wie es sie nennt, beziehungsweise normalen sexuellen Experimenten für aufgeklärte Paare, wie er es nennt, zu ermutigen. Mrs. Burke möchte eine monogame Beziehung. Vor 2 Wochen stimmte Mrs. Burke widerwillig zu, an einer sexuellen Dreierbegegnung mit einer anderen Frau teilzunehmen. Danach fragte sie Martin, was er von einem Dreier mit einem anderen Mann hielte. Sie arrangierte eine Liaison mit einem Freund. Als er kam, sollte Martin jeden Moment von der Arbeit kommen. Mrs. Burke fühlte sich zu ihm hingezogen, konnte nicht widerstehen, als er vorschlug, die Wartezeit zu nutzen, um sich aufzuwärmen. Die beiden nahmen Alkohol und Kokain und hatten Sex. Plötzlich stürmte Martin aus dem Kleiderschrank, aus dem er zugesehen hatte. Er warf den Mann aus dem Haus, zog sich aus und bestieg lustvoll Mrs. Burke, um den Akt zu vollenden. Mrs. Burke berichtete, dass sie den Eindruck hätte, dass er ihre Bedürfnisse nicht respektiere. Ich schlug vor, dass die beiden separate Berater suchen, um so ihre Motivation, die Beziehung aufrechtzuerhalten, zu analysieren. Außerdem riet ich ihnen, trotz meines Rufs als Experte für Sexualtherapie, das hat über Freunde von mir gehört, zu anderen Therapeuten zu gehen, die ihnen helfen könnten, ihre sexuellen Entscheidungen besser zu verstehen. Okay, krasse Geschichte. Wenn Sie diesen Test beendet haben, kehren Sie zur Story zurück. Möchten Sie fortfahren? Ja. Also muss ich auf. Sind Stierkämpfe grausam? Ja. Surrealistische Kunst verwirrt mich. Falsch. In einem Rettungsboot mitten auf dem Ozean hätte ich gern Wasser. Die Geschichte von Adam und Eva ist komplett erfunden. Wahr. Ich habe nie Angst vor Clowns gehabt. Falsch. Wenn ich ein brennendes Auto an der Autobahn sähe, würde ich
Wenn der Tod an meine Tür klopfen würde, würde ich... Der Künstler, der dies gemalt hat. Van Gogh hat so erschreckende Bilder gemalt, weil er verrückt war. Falsch. Michael? Oh, Michael! Warum bist du so aufgeregt? Es ist wegen Jody. Was ist denn mit Jody? Sie sitzt im Bett. Sie sitzt aufrecht im Bett. Wirklich? Ja, Catherine hat sie dazu gebracht. Wir sprachen gerade davon, wie wichtig es ist, dass Jody sich anstrengt. Und Catherine sagte, sie sollte längst aufrecht im Bett sitzen. Und deshalb ist sie raufgegangen und hat ihr gesagt, sie soll sich hinsetzen. Und sie hat es getan. Ist das nicht wundervoll? Ja, ja, das ist wundervoll. Und das ist noch nicht alles. Tu ihr den Gefallen. Ja, du musst es einfach tun. Was tun? Sie wünscht sich einen eigenen Fernseher in ihrem Zimmer. Hörst du, sie möchte einen eigenen Fernseher. Catherine möchte einen eigenen Fernseher. Ja. Nein. Jody möchte ihren eigenen Fernseher. Sie sitzt aufrecht im Bett und möchte ihren eigenen Fernseher. Oh. Aber Michael, was ist denn los mit dir? Du freust dich ja gar nicht. Ich freue mich ja. Es ist nur so eine Überraschung. Ja, es ist großartig. Das haben wir Catherine zu verdanken. Diese Frau vollbringt wahre Wunder. Dein Haar sieht toll aus. Was hast du gemacht? Das war Catherine. Du wirst es tun, nicht wahr, Michael? Du wirst Jody einen eigenen Fernseher kaufen. Wenn sie ihn unbedingt will. Das tut sie. Aber vorher bringe ich die Sachen ein, okay? Ich helfe dir. Nein, danke, Schatz. Das geht schon. Ganz so hilflos bin ich auch nicht. Ich weiß. Weißt du, wo Catherine ist? Ich glaube, sie ist oben und meditiert. Das tut sie jeden Tag mindestens eine Stunde lang. Und währenddessen darf sie auf keinen Fall gestört werden. Ach, tatsächlich! Michael, was sie da tut, erfordert von ihr allerhöchste Konzentration. Sie wird mir auch beibringen, wie es geht. Oh, das wäre aber klasse. Michael, was ist mit dir nur los? Sieh dir dieses Zeug an. Gemüse aus ökologischem Anbau. Das sind Gesundheitscornflakes und Karottenkuchen. Und zwar ohne, dick unterstrichen, ohne künstliche Aromastoffe. Das Zeug ist saumäßig teuer. Und wenn du mich fragst, macht das überhaupt keinen Unterschied. Sojamilch, du heilige Scheiße. Michael. Es ärgert mich, dass sie mich diesen ganzen Schrott einkaufen geschickt hat. Nichts auf der Welt sollte uns zu anstrengend oder ein zu großes Opfer sein, wenn es Jody hilft. Aber Jody ist tot, Mann. Du hast recht. Michael? Würdest du nach oben gehen in Jodys Zimmer und ihre Zeichnungen, die Schulhefte und ihre Zeugnisse holen? Was willst du denn mit den Sachen? Catherine möchte sie haben. Sie möchte alles über Jody wissen, damit sie besser mit ihr arbeiten kann. Um Gottes Willen, Allison. Ich weiß doch gar nicht, wo das alles ist. In den beiden unteren Schubladen von ihrem Schrank. Bitte hol die Sachen, Michael. Sie ist bestimmt schon eingeschlafen. Und ich möchte sie nicht aufwecken. Catherine ist verblüffend. Wieso? Wie meinst du das? Ich hatte ja keine Ahnung, dass sie dich so gut kennt. Wie bitte? Nun, sie meinte genau das, würdest du sagen. Gut, Allison, wenn du willst, dass ich hochgehe und Jodys Schulsachen raussuche, dann werde ich es tun. Zufrieden? Ja, das ist gut, Michael. Danke.
Ach, Autounfall. Okay, war das. Wo sie gestorben ist. Die Tochter. Ich habe schon mit Patienten gearbeitet, die sich stark selbst isolierten, aber in keinem der Fälle war es so schwerwiegend wie bei Allison. Darum wollte ich auch Catherine in die Behandlung einbeziehen. Sie hat Erfahrung, denn ihr allererster Fall, sie war als Therapeutin gerade zugelassen, war ein junger Mann, der an einem ähnlichen Trauma litt, nachdem seine Mutter verstorben war. Catherines Erfolg war äußerst beachtlich. Ich habe mich dann von diesem Fall zurückgezogen. Ich weiß nicht, wie Catherine es geschafft hat, aber ich sah Dannys Zustand bevor und nachdem sie ihn behandelt hatte. Ja. Das Resultat war erstaunlich. Sie ist gut. Sie ist sogar sehr gut. Catherine ist eine erfahrene Praktikerin. Stimmt. Ich mag Leute nicht, die alternativ leben. Falsch. Fluchen beleidigt mich. Ich habe mich mit bizarren sexuellen Handlungen beschäftigt. Bizarr? Nur an Wochenenden. Bizarr, was ist denn bizarr? Nie. Catherine ist manipulativ. Stimmt. Wer steuerte das Auto gegen den Baum? Weiß ich nicht. Wenn ich Michael wäre, wäre ich sehr wütend auf Catherine. Oh, das ist wirklich schwer zu sagen, weil sie will ja helfen. Aber die Art, die ist schon feindselig gegenüber und provoziert sexuell. Also weiß. Boah. Manchmal werde ich wütend, wenn ich betrunken bin und mache Gegenstände kaputt. Falsch. Die zweite Ebene des Voyeurismus betrifft den Künstler selbst. Er beobachtet, wie Körper Gestalt annehmen und hüllt ungehindert. Mit einem kurzen farbigen Strichen öffnet er Türen, sieht Leute an oder aus, bringt sie in Positionen, die sie selbst vielleicht nicht vorstellen können. Wie in Gabriel de Estrée und die Herzogin von Villars. In diesem Porträt sind zwei badende Edelfrauen eingefangen, die selbst in ihrer Nacktheit noch würdevoll und prächtig wirken, sogar wenn es die einen die Nippel der anderen zärtlich zwickt. Es ist eine Vision. Schön, absurd, die der Künstler hatte. Ein Fenster zu seinem Innersten. Er betrachtet die Frauen mit Gefühlen, die wir nur erraten können. Die handarbeitende Frau sieht nicht auf. Die beiden Damen im Vordergrund sehen ihrem voyeuristischen Schöpfer ins Auge. In Lassards Gut sei nicht grausam, dieser Künstler in das Boudoir und findet das Rollenspiel eines Paares. Der Mann scheint schüchtern zu sein, die Frau scheint zu wissen, was sie will. Seine Beine sind zusammengekniffen, ihre sind gespreizt. Seine Hand hält ihre Vorsicht ab, sie hebt ihren Rock. Trotz der Vertraulichkeit der Situation kann der Künstler nicht wegschauen. Okay. Oh, Jodys Zimmer, da gibt es was Neues. Catherines Zimmer. Ist das nochmal mit dem Vogelbeobachter was Neues? Oh.
Heute ist etwas sehr Interessantes passiert. Wir haben Abendbrot gemacht und Allison hat sich beim Gemüseputzen in den Finger geschnitten. Es war ein tiefer Schnitt. Sie erstarrte sofort und beobachtete fasziniert, wie das Blut aus der Wunde tropfte. Ich überwand mein Bedürfnis, den Finger zu verbinden, weil ich wusste, dass etwas Wichtiges passierte. Ich glaubte, dass sie den Unfall nochmal erlebte. Ich frage mich, was wohl jemand gesagt hätte, der mich so gesehen hätte. Ich konnte sie nicht unterbrechen, obwohl ich sah, wohin das führen würde. Nach ungefähr einer Minute, es kam mir viel länger vor, begann sie unkontrolliert zu zittern. Ich schritt endlich ein und verband den Finger. Allison konnte für ein paar Stunden nichts sagen. Sie saß am Küchentisch und starrte vor sich hin. Es erinnerte mich an unsere Radtour, als du über den Lenker geflogen und mit deinen Handflächen im Kies gelandet bist. Du hast nur mit diesem gelassen, gespannten Gesichtsausdruck dagesessen und die Steine aus deinen blutigen Händen gepult. Und mir erzählt, dass du solche Dinge liebst, weil sie dich so lebendig fühlen lassen. Ich frage mich, wie Allison über Leben und Tod denkt. Furchtbare Traurigkeit durchströmt dieses Haus. Man könnte leicht von ihr aufgesogen werden. Ich muss mir ständig vorstellen, wie Traurigkeit abwascht und zusehe, wie sie durch den Abfluss davonfließt. Als Michael und Allison, jeder auf seiner Art, versucht haben, mit dem fertig zu werden, was Tori zugestoßen ist, ist eine Kluft zwischen den beiden aufgerissen worden. Allison ist Michael gegenüber sehr feindlich, so umfassend, so überwältigend, dass sie es nicht einmal erkennen, geschweige denn verstehen kann. Meine Anziehungskraft auf sie ist vielleicht nur ein Produkt ihres Zorns zu ihm. Ich sehe es in ihren Augen. Ich höre es in ihrer Stimme, wenn sie mit ihm spricht. Sie hat mir gesagt, dass sie und Michael keinen Sex mehr haben. Ich war überrascht, dass sie so schnell so viel preisgibt. Ein Zeichen des Vertrauens zu mir. Michaels Mangel an Sex kann vielleicht die Anziehung zwischen uns erklären. Als er vom Rasenmäher hereinkam, konnte ich die Hitze spüren, die seiner nackten Brust entströmte. Er roch so gut, nach Gras und Schmutz. Er versucht, Allisons Zorn zu verleugnen, aber auf einer bestimmten Ebene fühlt er ihn, hilflos. Er hat Schmerzen, er leidet fast so stark wie Allison, vielleicht sogar mehr. Michael will seine Frau zurück, alles an ihr. Ich weiß genau, was er fühlt. Meine erste Verantwortung hier gilt Allison, aber ich werde alles tun, was ich kann, um beiden zu helfen, um beide wieder zu ganzen und gesunden Menschen zu machen. Sie brauchen mich beide, so wie ich diesen Fall brauche. Der Vorteil der Art Therapie ist, dass sie mir erlaubt, alle Heilmittel zu benutzen, die ich will, und nicht nur die, die von diesen engstirnigen Pillenverschreibern, die sich selbst Psychiater nennen, vorgeschrieben werden. Ich habe gerade mit Turner telefoniert. Offensichtlich hat Michael sich über mich beschwert. Hört sich an, als ob Turner ganz gut in den Griff bekommen hat. Ich muss einen besseren Weg finden, mit Michael klarzukommen. Ich will ihm helfen, wenn er mich lässt. Aber wenn er mich nicht lässt, kann ich ihm einfach nicht erlauben, sich in meine Arbeit mit Allison einzumischen. Heute habe ich es richtig genossen, mit Allison zu arbeiten. Wir haben viel Zeit damit verbracht, über Jodie zu reden, und ich brachte das Thema auf grundlegende Dinge, die Allison seit dem Unfall vernachlässigt hatte. Ich half ihr, sie schön zu machen und bürstete ihr Haar. Ich konnte nicht anders, als dabei an Colette zu denken. Dann badeten wir uns und wuschen und kämmten gegenseitig unser Haar. Später legte Colette mich mit meinem nackten Rücken auf den Holzfußboden und nahm das Handtuch weg. Sie bat mich, meine Arme nach oben zu strecken und meine Hände so zusammenzubringen, dass meine Fingerspitzen sich berührten. Zwischen jedes Paar Fingerspitzen legte sie eine Murmel. Meine Aufgabe sei es, sagte sie, die Murmel nicht fallen zu lassen, egal wie und wo sie mich berührte. Sie sagte, wenn eine Murmel runterfiele, würde sie aufhören. Ich denke, ich werde meditieren. Ich könnte ein wenig Entspannung gebrauchen. Promiskuitives Mädchen. Ein junges Mädchen wurde von ihren Eltern wegen Promiskuität in die Klinik gebracht. Sie war 14 und hatte nach eigenen Aussagen bereits Erfahrung mit 800 Sexualpartnern. Die Patientin führte über diese Begegnung ein Buch. So fanden ihre Eltern heraus, was vorging. Sie traf auf Männer in Bars oder öffentlichen Toiletten. In ihrem Notizbuch zeichnete sie die Sexualakte detailliert auf, wie zum Beispiel die Größe des Penis, die Zeit bis zur Ejakulation etc. Die Patientin empfand absolut keine Befriedigung beim Sex. Sie war besessen davon, neue Namen und Daten für ihre Aufzeichnung zu sammeln. Dr. Turner wurde zur Überwachung des Falls hinzugezogen. In welcher Bar war die nochmal? Nein, Quatsch. So, Jodys Zimmer. Sehen Sie in Ihren Schrank. Ja, gut.
Ich finde es nicht verwunderlich, dass Michael zu Turner gerannt ist. Ich hatte damit gerechnet. Turner möchte, dass ich Michael von jetzt an besser informiere, als ob das irgendwem helfen würde. Ja, gut, das schon. Es wäre entschieden besser, wenn er wieder arbeiten gehen würde und ich mich in Ruhe meinen Job kümmern könnte. Ich mache große Fortschritte mit ihr. Und es wäre enorm förderlich, wenn er nicht für jeden einzelnen Schritt von mir eine Rechtfertigung verlangen würde. Er lässt einfach nicht locker. Die meiste Arbeit habe ich damit, das Chaos hier zu beseitigen, das er in 6 Monaten produziert hat. Turner ist mir auch keine Hilfe. Er ist besser als die meisten, aber mich wundert es ständig aufs Neue, wie schnell Psychiater das Gefühl für die wirklichen Probleme verlieren, die ihre Patienten beschäftigen. Oh, Alter. Das macht mir Angst. Und erregt mich zugleich. So. Wenn Sie diesen Test beendet haben, kehren Sie zur Story zurück. Möchten Sie fortfahren? Ja. Wenn ich nur einen einzigen Wunsch hätte, wünschte ich mir... Ach. Weltfrieden. Als Kind hatte ich am meisten Angst vor... Als Kind gab ich vor, krank zu sein. Ich bin dafür verantwortlich, wenn mein Hund jemanden beißt. Dies ist eine Wagenladung. Aliens, Geister, normal Leute, kann ich sagen. Fantasiespiele zu spielen. Mein Favorit der folgenden Künstler ist Andy Warhol, Michelangelo, ich selbst, Picasso, Monet. Ich selbst. Als Kind hatte ich Angst vor der Dunkelheit. War. Ein Kind, das ein Durcheinander anrichtet, sollte... Ein Durcheinander, was ist da gemeint? In Arm genommen werden. Hänseleien sind ein natürlicher Teil der Kindheit und sollten unterstützt werden. Hänseleien. Falsch. Bei dem Wort Mama fühle ich mich... Oh. Entschuldigung. Ja? Diese Geschichte mit dem Fernseher. Welche Geschichte? Dass ich für Jody einen Fernseher besorgen muss. Und weiter? Das ist doch lächerlich. So. Und wieso? Für wen soll der sein? Für wen gehen Sie hier abends rein und sagen Jody gute Nacht? Ist das nicht auch lächerlich? Für Allison nicht. Das tue ich nur für Sie. Dann tun Sie das hier auch für Sie. Alles, was ich tue, tue ich wegen Allison. Und ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mich nicht ständig kritisieren würden. Ich will Sie nicht kritisieren, aber ich werde ja wohl fragen dürfen. Und warum haben Sie sich denn bei Dr. Turner beschwert? Ah, daher weht der Wind. Darum geht es. Nein, worum es hier geht, ist, Sie stören einen äußerst komplizierten Prozess, den Sie nicht verstehen. Sie wollen doch auch, dass Ihre Frau Fortschritte macht. Selbstverständlich. Sehen Sie denn nicht, wie gut es ihr geht? Ich weiß nicht, ob man da von Fortschritten sprechen kann. Sie steht gerade in der Küche und macht ihr Frühstück. Und sie ist glücklich. Ja, aber ihr Glück basiert auf der Illusion, dass Jody den Unfall überlebt hat. Und Sie fördern sie noch darin. Und Sie fördern die Illusion seit mehr als 6 Monaten und hatten eine verhaltensgestörte, depressive Frau. Ich bin erst 2 Tage hier und man sieht schon Resultate. Wollen Sie, dass ich gehe? Nein. Dann würde ich Sie sehr bitten, mich so arbeiten zu lassen, wie ich es für richtig halte. Oh.
Licht aus. So, fertig. Was guckt sie denn gerade? Oh, ich habe ihn gleich wieder ausgemacht. Sie hat noch geschlafen. Sie wird sich so freuen, wenn sie gleich wach wird, meinst du nicht? Oh Mann, ich sterbe vor Hunger. Ist schon ewig her, dass Allison Pfannkuchen gemacht hat. Ausgezeichnet. Danke sehr. Wirklich köstlich, Schatz. Catherine denkt, wir sollten für Jody ein Haustier kaufen. Wie bitte? Einen kleinen Hund wie Punky. Nein, mein Haustier kommt nicht in Frage. Was denken Sie sich bloß? Ich versuche nur, wieder etwas Leben in Ihr Haus zu bringen, Mr. Overton. Sie hat recht, Michael. Aber Jody ist ans Bett gefesselt. Das würde sie viel zu sehr aufregen. Oder inspirieren. Vielleicht finden wir so einen wie Punky. Okay. Ich gehe ins Tierheim und sehe nach, ob sie einen haben, der aussieht wie Punky. Und wenn keiner da ist, bitte ich sie, uns anzurufen, wenn einer reinkommen sollte. Wieso nicht eine andere Rasse? Allison, Sie haben mir doch von dem Tod des Hundes erzählt und wie sehr sie darunter litt. Wir sollten sie nicht daran erinnern. Da hat sie bestimmt recht. Findest du nicht auch, Michael? Alter. Ja, kann schon sein. Schon creepy. Und? Holst du einen? Na gut. Danke sehr, Michael. Du bist der beste Ehemann auf der ganzen Welt. Ja. Hat er gerade einen Patienten? Nein. Aber nein, Sie können da jetzt Hören nicht Hören Sie, Mrs. Greenstreet, ich muss 5 Minuten mit ihm sprechen. Es ist wichtig. Was ist denn, Michael? Es tut mir leid, dass ich hier so reinschneie, Dr. Turner, aber Catherine, ich meine Mrs. Randolph, geht jetzt endgültig zu weit. Ich dachte, es läuft inzwischen besser. Zuerst musste ich einen Fernseher in Jodys Zimmer aufstellen und jetzt verlangt sie, dass ich ins Tierheim gehe und einen Hund hole. Einen Hund? Für Jody, das muss man sich mal vorstellen. Michael, Mrs. Randolph, Catherine, sie weiß sehr genau, was sie da tut. Das sehe ich nicht so. Tatsächlich. Kommen Sie rein. Hallo, Michael. Michael ist nicht ganz einverstanden mit deiner Vorgehensweise bei Allisons Therapie. Ja, das habe ich gehört. Catherine hat mir gerade berichtet, dass Allison wieder neuen Lebensmut gewonnen hat und dass ihre Lethargie wie weggeblasen ist. Was sagen Sie? Ja, es scheint so. Bitte setzen Sie sich. Sie sind nicht überzeugt? Doch, sie hat wieder Lebensmut gewonnen. Und ich sehe bei ihr keinerlei Anzeichen von Depressionen. Das klingt doch sehr gut. Ganz ausgezeichnet. Finden Sie nicht, Michael? Ja, wenn man es oberflächlich betrachtet. Allison denkt immer noch, dass unsere Tochter lebt und Catherine bestärkt sie nur darin. Es wird immer schlimmer. Verzeihung, was wird schlimmer? Ihr Zustand. Die Anzeichen von Genesung, die Ihre Frau an den Tag legt, können Sie doch nicht übersehen. Michael, damit Ihre Frau wieder zur Normalität zurückfindet, muss sie eine schwierige Reise durchmachen. Ich kann verstehen, wenn Sie sich etwas übergangen fühlen, aber Sie können zur Genesung Ihrer Frau beitragen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass Sie nicht gegen die Therapie vorgehen, sondern in jeder Weise kooperieren. Also denken Sie, ich sollte tun, was Catherine sagt? Ja, ich denke, das wäre sehr hilfreich. Und diesen Hund soll ich auch holen. Das ist doch eine wundervolle Idee. Ja. Ich erkenne jetzt, dass Michael sehr mitgenommen war, mehr als mir aufgefallen ist. Ich dachte damals, er wäre vom Ablauf der Therapie verwirrt und seine Besorgnis würde sich wieder geben, sobald er gute Ergebnisse sieht. Allerdings begreife ich langsam, dass sein Hauptproblem darin besteht, wie es sich zwischen ihm und Catherine entwickelt. Und das ist gar nicht gut. Zumindest meiner Meinung nach.
Was denken Sie? Wie sehen Sie das? Ja, ja. Ja, ich kann mich was tun. Ich mach das noch schnell. Catherine war unter harmlosen Umständen in Dr. Turners Büro. Weiß ich nicht. Will Michael, dass Allison wieder zu sich kommt? Ja. Allison bekommt mehr von dem mit, was um sie herum geschieht, als sie offenlegt. Denke ich schon. Ich neige dazu, jemand zu sein, der mit handelt. Gleichmäßigkeit, Weitsicht, Spontan. Mit Aggressivität handelt ich nicht. Mit Spontanität auch nicht. Weitsicht auch nicht. Gleichmäßigkeit. Verhält sich Catherine in einer ihrer Position angemessenen Art und Weise? Ehrlich gesagt. Also von der Sache her ja, aber der Unterton, nee. Catherine handelt in Allisons bestem Interesse. Ich denke schon, dass er das möchte. Psychiatrie besteht zu einem gewissen Grad aus Tricks. Aus Tricks? Ja, schon. Mein sexueller Hunger ist... Als Kind fühlte ich mich am wohlsten... Wenn ich alleine war. Gut. Dahan mache ich... Achso. Das Profil mal kurz angucken. Wird wahrscheinlich bei wissenschaftlichen Aktivitäten förmlich aufblühen. Das stimmt. Sagt, dass das Sexverlangen unersättlich sei. Wird dieser Grund gestillt? Ja. Der Patient Schwierigkeit, Dinge zu erledigen, wenn er erregt ist. Mhm. Schlagen den Patienten vor, seine Persönlichkeit zu stärken. Das passt ja immer. Okay, dann bis zum nächsten Mal. See ya, ciao, ciao und ahoi. Macht's gut.